Skyline Apartments. Warum komme ich in der Richtung? Die Ampeln hier stehen auch immer auf Rot. Kein Wunder, dass jeder drüber rennt. Und ich wollte eigentlich in der Kirche vorbeischauen. Auch wenn mich aktuell noch keine Quest in die Kirche bringt, aber ich will noch in die Kirche, bevor ich nach Hollywood gehe. Das machen wir doch dann mal, nachdem ich in meinem Apartment war. Skyline Apartments. Da, schön. Hey, hey. Oh Gott, er hat doch die Kameras installiert. Hey, ich will, du hast in meinem Zimmer Kameras installiert. In welchem Zimmer bin ich denn jetzt? Das zweite? Ich rate einfach mal. Okay, das zweite war das mit dem Kreideumriss. Ist das zweite nicht meins? Juhu! Ich habe nicht das mit dem Kreideumriss bekommen. Die drei? Ich glaube, das ist das Zimmer mit dem toten Ghoul. Okay, das ist auch nicht meins. Die vier. Hey. Welche Munition hier? Gut. Kann ich hier vielleicht ein paar alte Sachen aus dem Inventar reinlegen, die ich hier nicht mehr brauche? Ach, das war die Stimme in meinem Kopf. Alles gut. Andererseits könnte ich mal so einen Pfandleiher und ein paar Sachen vielleicht verkaufen. Dafür müsste ich erstmal nach Downtown. Hallo, Hedda. Na, was hast du mir Schönes mitgebracht? Gegenstand erhalten, unbekannt. Was ist das denn? Und wenn sie dieses Objekt betrachten, verdunkelt sich der Himmel und es blitzt. Das gibt aber auch keinen Aufschluss darüber, was das hier ist. Und diesen Gegenstand nutzen zu können, brauchen sie mindestens 4 in Nachforschungen. 4 in Nachforschungen. Okay, ich sollte vielleicht doch eher in Nachforschungen ein bisschen mal was investieren. Später, im Laufe der Zeit. Ja. Ich bin ein bisschen dumm bisher, glaube ich. Hedda, hallo. While you were gone, I tapped my foot over 3,000 times. I don't know why I counted. Huh. Weil du süß bist und mich beeindrucken willst. Ach, weißt du, ich habe dieselbe Angewohnheit. Is there something I can do for you? Anything. Just ask. Bin ich voll? Habe ich aktuell genug Blut? Sage ich ihr erstmal die Wahrheit? Moment. Komme ich hier nochmal raus? Ich glaube, ich komme gar nicht mehr raus. Oh. Are you married? Is that why you don't want me around? Was? Hey, Lehrer. Bist du wieder zurück oder warst du die ganze Zeit nur still? Zwangsneurose. Ja, so kann man das auch nennen. Sie ist halt ein Ghoul. Sie liebt mich. Unerschütterlich und für immer. Nein, ich bin ein Vampir. Liebst du mich jetzt noch immer? That makes sense. It all makes sense.
Those feelings that something's there in the dark, it wasn't my imagination. It's not crazy at all. Du fängst an zu verstehen, mein Ghoul. Ich bin stolz auf dich. It's like you've pulled the shades off my mind's window. I can see now. There's a whole world out there. It's mind-blowing. Und es wird noch besser. Ich werde dir Wahrheit und Liebe zeigen, wie du sie nie gekannt hast. Well, I do love you so much, whatever you are. I don't care. I just want to be with you. Oh, wie süß. Und wie zufrieden besessen sie einfach nur lächelt. Jetzt unterhalte mich. Ah, ja. Wir können sie ein bisschen betütteln. Meine Liebe fließt durch deine Adern. Alles für dich. Nur für dich. What can I do to show my appreciation? Blute für mich. Okay. Das reicht erstmal. Okay, und jetzt kannst du hier bleiben, bis ich wiederkomme. Aber hey, wir haben ein schönes Apartment, wir beide. Teilen uns das Schlafzimmer? Teilen wir. Du weißt aber schon, dass wir tagsüber schlafen müssen jetzt. Und es klappt. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Lass mich durch. So wie Kacheln zählen. Ja, oder... naja. Mit dem Lichtschalter ständig an- und auswippen, bis man eine bestimmte Anzahl erreicht hat. Ich kenne jemanden, der macht das. Wieso sprechen wir mal? Ich meine, der Prinz war ja wirklich äußerst zufrieden mit uns. Und als nächstes sollen wir schon nach Hollywood? Der Prinz wünscht, dass sie Kontakt zu Alistair Crowd aufnehmen, dem Erstgeborenen der Malkavianer. Sie sollten ihn zuerst in seinem Haus am Stadtrand suchen. Hollywood. Ja. Wir sollen wohl nach Hollywood. Ich schätze mal, dass dort auch Lucky Star Motel zu finden ist. Okay, dann lassen Sie uns mal nach Hollywood verschwinden. Wenn ich das Taxi finde. Taxi? Taxi! Okay, ist kein Taxi. Ein Monk. Waschzwang, ganz schlimm. Ja, Monk. Ach schön, ich wollte hier erstmal in die Kirche. Mädchen. Wobei Monk ist noch schlimmer, glaube ich, als ein einfacher Waschzwang. Hallöchen, was geht hier so ab? Komme ich hier nicht durch? Schön. Schöne Location. Jeanette sollte hier mal vorbeischauen. Ich kann nicht mit ihr reden. Hallo, was für nette Herrschaften tanzen denn hier? Ich kann nicht mit ihr reden. Okay.
muss sie garantiert noch mal her. Oho. Okay. Ich glaube, unsere Malkavianer haben wir auch gemeinsam so einem Ding tanzen. Hat auf jeden Fall Stil für Einrichtungen, der Herr, der dieses Etablissement führt. Nichts. Machen wir weiter. Die Stimme aus deinem Kopf ist engelsgleicher als die in meinem. Ja, dich. Jeden Quadratzentimeter von dir. Wieso gehst du nicht mit? So, who are you? Wenn mich ein Latin, ich spreche mit meinen Händen. Was sind das für Sprüche? Sind die Entwickler da irgendwann mal einfach in der Bar gelaufen und haben wirklich Kerle gefragt, wie sie Frauen ansprechen würden? Oder Frauen, wie sie Frauen ansprechen würden? Was? Ich bin nicht süß? I knew you talked to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird, because I don't know if any party's going on. Weißt du, ich wollte gerade nur sagen, du bist mir definitiv hübscher als die andere Dame auf der anderen Seite. Bis du den Mund aufgemacht hast. Wow, war das ein Abtörner. Welcher Magnetismus auch immer zwischen uns sein mag, er ist nur deine Wahrnehmung, die dir einen Streich spielt. I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Jemanden immer überall mit unbekannten Namen. His name is Kent Allen Ryan. He's a toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Ach, Toreador. Einfach der beste Clan überhaupt. Die Melodien jener Namen klingen nicht unbekannt. Ist gelogen. Egal. Well, he's pretty powerful. He's probably like too far behind the scenes for you to know about him. Maybe you know some of the people who work for him. Geh weit weg. No, don't go. I really need to find him. Really. Maybe you can ask around. Hast du Schmerzen? Bist du ein Ghoul? Bist du sein Ghoul? Ich bin momentan für die halbe Stadt unterwegs. Du bist ein Ghoul. Okay, ich hab's verstanden. Gott, wie kann man sich ein Ghoul mit so einer Stimme machen? Ich habe nicht die Worte, die du dir wünschst. Well, fine. You're just some ugly, fledgling bitch. I've hung out with way more powerful vampires than you'll ever know. I wouldn't drink your gutter blood if you were the last vampire on earth. Chet, das musst du hier auch nicht.
Lose Lippen sinken, Schiffe segeln über die Körper geräuschvoller Gule. Oh. Ich glaube, dann wirst du eventuell sterben, meine Liebe. Oh. Wieso ist mir das so gar nicht unangenehm? Wir kommen aber garantiert nochmal dahin zurück. So, ich soll nach Hollywood. Für 2004 sieht das immer noch toll aus. Hat die gleiche Engine wie Half-Life 2. Ich finde auch, eigentlich für 2004 ist das wirklich gut. Warum ist hier die Tür plötzlich offen? Hi? Okay. Ist halt einfach ein Durchgang. Und seit wann steht der hier? Egal, hier ist das Taxi. Ich fahre. Taxi. Hollywood. Where to? Fahren Sie mich mit diesem gelben Käfig zu meinem Schicksal. Ja, warte, müsste ich doch. Crowds Mansion. Okay. Es ist sein eigener Bereich. Nein. You. What are you doing here? Der mit dem vielziffrigen Namen. No. Suchst du auch nach dem vermissten Malkavianer? You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Welche Geheimnisse bergen diese Wände? Du gehst einfach. Du lässt mich jetzt einfach so zurück. Nein. Das finde ich nicht nett von dir. Das finde ich wirklich nicht nett von dir. Nein, sie ist ihn in Crowds Anwesen beginnen und er wirkte irgendwie verwirrt. Ich meine, hey, ich bin schon geisteskrank. Was kann da schon passieren in einem Haus von einem Malkavianer Geisteskranken? Ja, reck dich nochmal, bevor wir reingehen. Oder wir uns erstmal hier draußen ein wenig umschauen. Hier ist nichts. Schade. Das sieht jetzt tatsächlich wie so ein richtiges Horrorhaus aus. Wir hatten doch erst das Horrorhaus, wir hatten das Horrorhotel. Nun gut. Hi. Du greifst mich doch nicht an, oder? Ich gehe mal davon aus, du machst es nicht. Mit dem Messer. Wir haben gerade Crowds Anwesen mit drin und irgendetwas daran ist merkwürdig. Ja, was denn nur? Die ganzen Psychos mit dem Messer in der Hand vielleicht? Und dass die mich angreifen. Hey! Warte. Also ich wollte euch eigentlich nicht wehtun. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich hier kämpfen muss. Und warum seid ihr so stark, verflucht? Ist hier los? Okay, jetzt weiß ich zumindest, sie greifen mich an.
Sie greifen mich offensichtlich an. Oh, die greift mich erst an, wenn der andere Fuzzi hier angreift. Hey! Das Messer kann ich nicht nehmen. Quite peculiar, the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintalism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Okay. Er forscht also offensichtlich nach einem Heilmittel für seine Psychose und die Wiedererweckung seiner Frau. Okay. Es ist halt an den Leuten, die hier so irre gerade Amok laufen, rumgeforscht. Ist auch verschlossen? Okay. Stört sich dann, wenn ich irgendwas mache? Was soll das denn? Was ist das für ein Zeichen? Another unfortunate casualty to tide of time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychoses, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous mélange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing of perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized. Like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Ugh.
Okay, du bist ein Freund der Lobotomie, also wirklich ein ganz durchgeknallter geistesgestörter Typ. Wo gehst du denn hier hin? Okay, noch nirgends, weil ich da erstmal irgendwas offenbar drücken muss. Muss ich erst den Kerl drücken? Ich verstehe noch nicht ganz, was hier los ist. Irgendwann halt ein Unbekannt. Wahrnehmung schärft den Geist und herrscht über die Grenzen der Zeit. Zeit lässt die Wahrnehmung ermüden und verfälscht den Geist. Der Geist ist launisch und wirkt in vielerlei Hinsicht auf Wahrnehmung. Zeit und den Geist selbst. Harmonie bringt Fortschritt. Das ist sicher ein Rätsel. Geist ist über Zeit. Zeit ist mehr als Wahrnehmung. Wahrscheinlich denke ich mir da jetzt schon wieder viel zu viel rein. Geist herrscht über Zeit. Zeit über Wahrnehmung. Über Zeit verfälscht auch den Geist. Harmonie bringt Fortschritt. Ja, ich dachte mir schon, dass alle drei gleichzeitig brennen müssen. Aber bleibt das Ding jetzt auch offen? Und da schließt sich das wieder. Ja, es bleibt offen. Du bist tot? Du bist tot. Du bist nicht tot und du greifst mich an. Du siehst aus wie die einen in der Kirche, die da getanzt haben. So ein bisschen. Okay. Ich komme hier zwar hoch, aber das ist eine Treppe ins Nichts. Verschlossen. 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 Nicht mehr verschlossen. Nach oben? Nach oben. Eigentlich müsste sich mein Makaviane hier richtig heimisch fühlen. Würde er nicht von den Leuten angegriffen werden. Stirb! So, erzähl mir mehr. Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess. Ja, wie können die sich nur weigern, an deinen Experimenten teilzunehmen?
Du Mann, der da so auf Lobotomie stehst und die Menschen wahnsinnig machst. My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. Okay, vielleicht sollten wir zum Turmgang gehen. Vielleicht gäbe es da mehr Infos für uns, wo er sich versteckt. Der toll durchgeknallt, so. Das ist wohl der Turmgang. Aber hier ist nicht wirklich etwas.